Namens des Wiener Wiesenthal-Instituts darf ich Sie sehr herzlich zu unserer siebenten Simon-Wiesenthal-Lecture begrüßen. Ich möchte die Gelegenheit auch benutzen, dem Herrn Generaldirektor und dem österreichischen Staatsarchiv dafür zu danken, dass wir diese Lectures nun immer hier im Dachgeschoss des Haushofer Staatsarchivs durchführen können, dass ein für uns sehr geeigneter Raum ist. Es ist ein sehr schöner Raum und dafür möchte ich mich auch namens des Wiesenthal-Instituts einmal herzlich bei Ihnen bedanken. Ich denke, Herrn Professor Benz in diesem Kreise vorzustellen, heißt Eulen nach Athen zu tragen. Er ist ja sehr gern gesehener Gast in Wien, hatte in Wien Gastprofessuren, war Gast bei den Wiener Vorlesungen, also irgendwann werden wir sie zum Ehrenwiener ernennen. Vielleicht aber für jene, die ihn nicht kennen, doch ganz kurz. Professor Benz war lange Jahre Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte München. Er ist Mitherausgeber und Mitbegründer der Dachauer Hefte, des Jahrbuchs für Antisemitismusforschung und einer der Herausgeber der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Er ist ein wohl weit über die Grenzen des deutschen Sprachraums hinaus bekannter Antisemitismusforscher. Im Dokumentationsarchiv hatten wir die Ehre, gemeinsam mit ihm auch Publikationen zur Holocaustleugnung herausgeben zu können. Er ist Herausgeber eines für mich nach wie vor sehr dienlichen kleinen Büchleins, Legenden, Lügen über diverseste NS-apologetische Verharmlosungen, Lügen und deren Richtigstellung. Professor Benz ist aber auch ein bekannter Forscher zur NS-Verfolgung und hat gemeinsam mit Barbara Distel, der langjährigen Leiterin der Gedenkstätte Dachau, die neunbändige Reihe Ort des Terrors herausgegeben, die sich mit in verschiedenen Beiträgen verschiedener Experten mit den nationalsozialistischen Konzentrationslagern befasst. Ich habe mir hier das Inhaltsverzeichnis des Band 9 mitgenommen und da finde ich dann, Sie sind auch unter uns, zum Beispiel Eleonore Eppel-Lapin als eine der Mitverfasserinnen in diesem Buch. Applaus! Einige andere bekannte Autorinnen und Autoren, Johnny Moser, Mitbegründer des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes, ich darf auch für meine eigene Institution ein bisschen Werbung machen, ist mit einem Beitrag vertreten. Also ich denke, wir haben heute hier einen herausragenden Experten zu Gast und Professor Benz wird uns über den Sammelband Ort des Terrors informieren und berichten. Ich darf Sie bitten. Verehrte Damen und Herren, als wir vor 8 oder 9 Jahren mit der Idee umgingen, eine Gesamtgeschichte aller Konzentrationslager zu verfassen oder zusammen mit Experten zu verfassen. Da waren doch sehr viele Menschen und Historiker zumal ratlos und sagten, wieso eigentlich über Konzentrationslager? Ist doch alles bekannt, alles erforscht. Das ist doch kein Thema mehr. Die Idee kam mir dazu anlässlich der Anhörung im Deutschen Bundestag über das Projekt eines Denkmals für die ermordeten Juden Europas. Und mir war so ein bisschen beklommen zumute, und ich dachte, das ist ein Denkmal, das kann auch eine Verhinderungsinstitution sein. Was wird denn dann aus den authentischen Orten?
Und so, meine Befürchtungen sind Gott sei Dank nicht, überhaupt nicht eingetreten. Im Gegenteil, das Denkmal hat also die Erinnerungspolitik an den authentischen Orten eher auch noch beflügelt. Aber die Idee war dann damals wenigstens alles Wissen über die nationalsozialistischen Konzentrationslager in einer Buchreihe. Wir dachten zuerst 7 Bände reichen, 9 mussten es dann schon sein. Wir dachten, also mindestens in den Bibliotheken soll dann das gesamte Wissen über die Konzentrationslager vorhanden sein. Und dann entdeckten wir sehr schnell, dass es nur sehr wenig Wissen darüber gibt. Etwa, das war vielleicht das bekannteste und bekannt gewordenste, Krakau Blaschow, Schindlers Liste. Alle kennen den Film, aber über dieses Lager gibt es bis zum heutigen Tag keine wissenschaftliche Monographie. Über Dachau, das älteste und fast am längsten existierende Lager, gab es, als wir begonnen haben, noch keine Monographie. Über andere Lager musste dann erst die Forschung in Gang gesetzt werden. Man könnte jetzt noch lange Geschichten über die Schwierigkeiten der Finanzierung erzählen, wenn dann also so schnell wie für dieses Projekt habe ich eigentlich von Stiftungen und anderen nie Absagen gekriegt, so postwendend, dass das nicht ins Förderprogramm fällt, und dann private Mäzene, die sich da gerne etablieren, von denen hörte ich dann auch, naja, wenn Sie mal wieder was Schöneres, was Angenehmeres zu forschen haben, wenden Sie sich doch gerne an mich. Aber ausgerechnet Konzentrationslager, das muss nicht sein. Die Schwierigkeiten, das ist nur ein Teil der Schwierigkeiten, über die anderen will ich jetzt im Folgenden sprechen. Ich habe Ihnen auch einen Prospekt mitgebracht, nur einfach damit Sie, ich glaube nicht, dass das jetzt Spontankäufe auslösen wird, schon weil auch der Preis also eher für Bibliotheksdirektoren interessant ist als für den einzelnen Buchkäufer. Immerhin, das muss ich doch rühmen und mit Dank hervorheben, der Verlag C.H. Beck, ein seriöser Publikumsverlag, hat keine Sekunde mit der Wimper gezuckt und sagt, jawohl, das machen wir. Über die Finanzierungsprobleme haben wir dann erst sehr viel später gesprochen. Ich will also jetzt dieses neunbändige Werk, Der Ort des Terrors, zum Ausgangspunkt machen, um über etliche historiografische und allgemeine Probleme der Landschaft nationalsozialistischer Zwangslager zu sprechen, damit Sie so ungefähr wissen, was auf Sie zukommt. Das habe ich so locker in 5 Abschnitte eingeteilt. Ich beginne natürlich mit den frühen Lagern, die man früher auch noch die wilden Konzentrationslager genannt hat. Ich will es dann ein wenig exemplifizieren in einem zweiten Schritt dem Beispiel Dachau, an dem sich dann das KZ-System ausbildet. Ich will dann drittens das System der Konzentrationslager beschreiben, um dann viertens auf die anderen Zwangslager im Nationalsozialismus zu kommen, die nach formaler Definition keine Konzentrationslager waren, die aber mindestens von denen, die dort Insassen sein mussten, als Konzentrationslager empfunden worden. Und ich werde dann fünftens schließen mit einer Sonderform der Konzentrationslager, die mir immer auch dann persönlich und emotional eigentlich am meisten Schwierigkeiten bereitet: Konzentrationslager für Kinder und Jugendliche. Mit dem Machterhalt der NSDAP
entstanden im ganzen Deutschen Reich Haftstätten, in denen politisch Andersdenkende und Missliebige festgesetzt und drangsaliert, in denen Feinde gedemütigt, misshandelt, gefoltert wurden. Etwa 100 solcher Haftstätten, die meist nur für kurze Zeit, teilweise nur für Wochen, andere für Monate, bestanden, im Wesentlichen in den Jahren 1933 und 1934. Etwa 100 solche Haftstätten gab es, die hatten den Charakter früher Konzentrationslager. Sie waren in stillgelegten Fabriken, zum Beispiel in Dachau oder in Kemna, in Wuppertal, in Frankfurt am Main oder in Osthofen zwischen Mainz und Worms errichtet worden. In Osthofen, das ist der einzige mir bekannte Fall, direkt an der Bahnlinie, eine ehemalige Fabrik, statt dem Firmenschild jetzt eine riesige Aufschrift: Konzentrationslager Osthofen, daneben die Hakenkreuzfahne. Also jeder, der im Zug vorbeifuhr, musste wahrnehmen, dass es hier eine Einrichtung Konzentrationslager gibt. Sie sind in aufgelassenen Zuchthäusern, in Rittergütern, in Gefängnissen, in Festungen, auf Burgen und Schlössern, in Arbeitshäusern, in Kasernen, in Turnhallen, in Jugendherbergen, auf Truppenübungsplätzen wie etwa in Württemberg, auf dem Heuberg errichtet worden. Es gab ein Konzentrationslager in Trägerschaft der evangelischen Kirche, nämlich auf dem Gelände der Inneren Mission in Schleswig-Holstein. Und die gesamte Abrechnung wurde über den Inneren Missionsverein 1933 abgewickelt. Es gab ein frühes Konzentrationslager auf einem alten, etwas morschen Schleppkahn, der bei Bremen auf der Weser verankert war. Also in vielen durchweg sehr improvisierten Orten. An unzähligen Orten, in Sturmlokalen der SA, in Kellern und Hinterhöfen, sind in den Wochen nach der sogenannten Machtergreifung Menschen von triumphierenden Nationalsozialisten gequält worden, ohne Rechtsgrundlage, ganz der Willkür ihrer Peiniger preisgegeben. Die Grenzen und Übergänge zwischen frühen Konzentrationslagern und solchen Folterkellern, den Orten der Freiheitsberaubung und Misshandlung, sind schwer zu bestimmen. Als Kriterien können vielleicht Dauer und Organisationsgrad der Haftorte dienen, sowie die Gefangenennamen vor der sogenannten Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar 1933, mit der die Schutzhaft als pseudo-legales Instrument der Verfolgung allgemein gebräuchlich wurde. Ich glaube, man darf nicht über Konzentrationslager, über Haftorte, über Verfolgte im Nationalsozialismus jetzt nur aus der kühlen Distanz des Historikers sprechen. Deshalb möchte ich auch an dieser Stelle einer Gefangenen, einer Frau, das Wort geben. Es ist Lina Haag. Lina Haag ist Kommunistin, in einer württembergischen Arbeiterfamilie geboren, Berufshilfsarbeiterin. Sie war mit einem KPD-Abgeordneten im württembergischen Landtag, Alfred Haag, verheiratet. Beide werden 1933, unmittelbar nach der sogenannten Machtergreifung, verheiratet. Alfred Haag kommt nach Dachau ins Konzentrationslager. Lina kommt in das Konzentrationslager Gotteszell in Schwäbisch Gmünd, das erste Frauenkonzentrationslager überhaupt, das in einem Gefängnis eingereicht ist. Lina Haag hat ihre Erinnerungen in der Form eines Briefes an ihren Mann, den sie dann
während der ganzen Dauer der nationalsozialistischen Zeit nicht sah. Sie hat ihre Erinnerungen zu Papier gebracht, nach meinem Eindruck eines der Zeugnisse von höchstem literarischen Rang, also eine Naturbegabung. Lina H. lebt übrigens noch in München. Sie erfreut sich noch einiger Gesundheit. Geht sie in ihrem 104. Geburtstag entgegen und ist nach wie vor politisch interessiert. Lina Haag kommt ganz früh in das Konzentrationslager, das in Torgau an der Elbe in dem Renaissanceschloss der Lichtenburg errichtet wird. Die Lichtenburg ist das Vorläufer-Frauenkonzentrationslager des späteren Ravensbrück. Sie schreibt: Die SS erwartet uns in Torgau mit Kommandogebrüll und scharf geladenen Revolvern, treibt uns auf bereitgestellte Lastwagen. Wie Vieh werden wir verladen. Wir sind nun 4 Wochen auf der Fahrt, elend und erschöpft, lauter Frauen. Lauter Frauen. Die SS stört das nicht. Die SS hat keine Scham. Die SS hat Handschuhe an. Die obligaten Handschuhe der SS aus grauem Wildleder. Auch hier in Torgau wie überall. Vielleicht, um sich die grausamen Hände nicht zu beschmutzen. Vielleicht, um uns zu zeigen, dass sie Kultur hat. Sie hat Kultur, denn sie hat Handschuhe. Fein ist das. Mörderhände in Handschuhen. Ich sehe nur diese Handschuhe. Ich empfinde sie gemeiner und abstoßender als die nackten Bürgerhände vor Blut. Wir werden zur Lichtenburg gebracht. Die Lichtenburg ist Torgaus alte Feste, eine mittelalterliche, mächtige Burg mit vielen Türmen, weiten Höfen, dunklen Verliesen und endlosen Sälen. Ein beängstigender Riesenbau mit machtvollen Mauern. Keine lichte Burg, sondern das ideale KZ. Von Gottes Zell zur Lichtenburg, denke ich, die reinste Graz-Erzählung. In einem der Innenhöfe werden wir aufgestellt. Etwa 30 Frauen, politische, Jüdinnen, Kriminelle, Dirnen und Bibelforscherinnen. Wachtmeisterinnen der SS umkreisen uns wie graue Wölfe. Ich sehe diesen neuen Idealtyp der deutschen Frau zum ersten Mal. Manche haben leere, manche brutale Visagen, der gemeine Zug um den Mund ist allen gleich. Sie gehen mit großen Schritten und wehenden grauen Capes hin und her. Ihre Kommandostimmen gellen über den Hof. Die großen Wolfshunde, die sie mit sich führen, zerren bedrohlich an den Leinen. Sie sind fantastisch und furchterregend, an graue Sagen gemahnend, mitleidlos und wahrscheinlich noch viel gefährlicher als die brutalen SS-Henkersknechte, denn es sind Frauen. Sind es Frauen? Ich zweifle daran. Es können nur Wesen sein, Wesen mit grauen Hunden und mit allen Instinkten, Tücken und aller Wildheit ihrer Hunde. Unwesen. Wir werden über das Katzenkopfpflaster vor die Kommandantur geführt und haben uns dort die Befehlsanschläge am schwarzen Brett einzuprägen, die lange Liste der Verbote, die Hausordnung, die Gesetze der Unmenschlichkeit. Man lässt uns keine Zeit, sie zu lesen. Wir können sie uns nicht merken. Die Abkürzungen des Nazi-Jargons sind uns unverständlich. Es wird diesen Teufelserscheinungen in den grauen Keks nichts anderes übrig bleiben, als sie uns einzupeitschen. Zunächst müssen wir vor der Kommandantur in 2 Reihen antreten. Der Lagerkommandant will uns begrüßen. Aber das ist wohl nicht der richtige Ausdruck. Auch nicht besichtigen. Es gibt nicht viel zu sehen an uns. Er will uns zeigen, wer hier die Macht hat. Alle Macht und über uns alle. Sein Schmierbauch ist in eine Uniform gezwängt. Die fette Rechte lässt eine Reitpeitsche durch die Luft zischen, die Stiefel knarren. Eine der Wölfinnen schreit etwas, die Oberaufseherin erstattet Meldung und der Kerl schreitet die Front ab, eine Front des Leids. Seine Front. Rechter Hand. Etwas hinter ihm geht die Oberaufseherin in geziemendem Abstand, folgen mit weit ausholenden Schritten 2 Wölfinnen mit ihren Hunden.
Das ist der Lagerkommandant Kögel. Damals nur ein Name für mich, später ein Begriff. Ein Begriff der Unmenschlichkeit schlechthin. Dachau. Dachau existierte von allen nationalsozialistischen Konzentrationslagern fast am längsten. Erst am 29. April 1945 wurde es von Einheiten der amerikanischen Armee befreit. Auch das System der Außenlager entwickelte sich zuerst in Dachau. Insgesamt gab es 152 Konzentrationslager als Filialen ganz unterschiedlicher Größe, die dem Stammlager Dachau unterstanden. Sie lagen vor allem in Süddeutschland und Österreich. Am weitesten entfernt waren Schloss Lind in der Steiermark und Voxfelde im heutigen Polen. Dieses Außenlager war östlich der Oder für einen Berliner Musikverlag errichtet worden, der sein Notenarchiv von einem fachkundigen Häftling kostengünstig betreuen ließ. Die Dachauer Außenlager hatten nach Anlass und Zeitpunkt ihres Entstehens und nach ihrer Größe ganz unterschiedliche Erscheinungsformen. Eine Kategorie bildeten die Lager, die bei Einrichtungen und Dienststellen der SS errichtet wurden, um den dortigen Bedarf an Arbeitskraft für Bau-, Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten sowie bei der Bewirtschaftung mitzuwirken. So entstanden die Außenlager bei der SS-Junkerschule in Bad Tölz, bei SS-Lazaretten in Garmisch, bei Erholungsheimen, bei Einrichtungen des Vereins Lebensborn, bei der Adjutantur und anderen Behörden des Reichsführers SS in München, beim SS-Oberabschnitt Altenland in Salzburg, bei der SS-Standortkommandantur, bei der SS-Kaserne in Nürnberg. Auch Dienststellen der NSDAP wie die Parteikanzlei in München und öffentliche Einrichtungen wie die Reichsbahn, nämlich das Ausbesserungswerk in München, beschäftigten KZ-Häftlinge in eigenen Außenlagern. Unternehmungen und Forschungsinstitute der SS wie die Porzellanmanufaktur Allach, in denen auch die scheußlichen Julleuchter produziert wurden, das Entomologische Institut Dachau, Betriebe der Deutschen Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung, wie die Fischzuchtanlagen in Unterfahlheim bei Neu-Ulm, rekrutierten die Arbeitskraft von Häftlingen. In der Münchner Gestapo-Zentrale im Wittelsbacher Palais versah ein Häftling den Dienst als Hausmeister. Einige Dachauer Außenlager spiegeln auch die Korruption und das Bonzentum der SS. In St. Gilgen am Wolfgangsee ließ sich der Dachauer Kommandant Loritz von Häftlingen ein Anwesen errichten. Nahebei tat es ihm sein Kollege Liebehenschel gleich. Im oberbayerischen Halfing wurde ein Außenlager eingerichtet, das 1942 die Villa Brüningsau des Chefs des SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamtes Oswald Pohl zur bevorstehenden Hochzeit des Obergruppenführers renovierte. Auch der gegenüber Korruption ja so allergische Reichsführer SS Heinrich Himmler hatte keine Bedenken, KZ-Häftlinge für Instandsetzungsarbeiten seiner privaten Wohnsitze zu verpflichten. In Gmund am Tegernsee beaufsichtigte Frau Himmler die Häftlinge des Außenlagers bei Arbeiten an der Privatvilla. Das Außenlager Königsee verdankt seine Existenz ebenfalls einem Haus Heinrich Himmlers und einer Villa des Großadmirals Dönitz, die von 20 Häftlingen renoviert wurde. In Waleb am Schliersee waren die Jagdhäuser des Reichsführers SS von KZ-Häftlingen instand zu halten. Danach in der Nähe gab es ein zweites Außenlager, das guten Beziehungen Himmlers zu einem Landwirt sein Entstehen verdankte. Auf der Ochsenalm bei Waleb arbeitete ein Dachauer Häftling,
Wie meist bei solchen Kommandos war es ein ernster Bibelforscher, also nach heutigem Sprachgebrauch ein Zeuge Jehovas, die flohen nicht, die müsste man nicht besonders bewachen. Also ein Häftling bildet ein Außenlager und er ist von Heinrich Himmler persönlich für einem Bekannten zur Nutznießung übergeben worden. Solche Kuriositäten bestimmten natürlich nicht das Bild der KZ-Außenlager, zeigen aber doch einen wichtigen Aspekt nationalsozialistischer Herrschaft, zu dem auch die zwanglosen Verbindungen zwischen dem KZ-System und der gewerblichen Wirtschaft und der Industrie gehörten. Mittelständische Betriebe im Raum Dachau und München, deren Inhaber den Machthabern nahestanden, hatten die Möglichkeit, ihre Belegschaft durch KZ-Häftlinge zu ersetzen oder zu verstärken. Das galt für alle möglichen Sparten, von der Fleischverarbeitung und der Schraubenherstellung in Dachau bis zu Schuhen. Es gab eine Firma, die Bartholit-Platten herstellte, eine Gärtnerei, ein Sägewerk und andere Firmen in München und Umgebung, die mit Häftlingen, mit der Arbeitskraft von Häftlingen arbeiteten und nicht nach dem oder im Krieg, sondern bereits lange vor dem Krieg. Über ein Außenlager, das bei einem Bekleidungsbetrieb errichtet worden war, berichteten die Insassen sogar Gutes. Es handelte sich um 30 Häftlinge, die bei Loden frei in München Uniformen schneideten. Nicht nur die Unterbringung in einer Garage und die Bewachung seien erträglich gewesen, sagten Häftlinge dann später aus. Der Firmenchef kümmerte sich auch um die Ernährung und veranstaltete 1944 sogar eine Weihnachtsfeier mit einem Festmahl für die KZ-Häftlinge. Ich will das nicht bewerten, ob man das jetzt unter Zynismus oder geschickte Steigerung der Arbeitsmoral zugunsten des Betriebes werten will. Die meisten KZ-Gefangenen waren in der zweiten Kriegshälfte in der Rüstungsproduktion und bei Bauarbeiten zur unterirdischen Verlagerung von Betrieben wie im Lagerkomplex Kaufering, in den Lagern Mühldorf, in Oberbayern, in Überlingen am Bodensee oder natürlich in Ebensee beschäftigt. In Lagern, die mit Tausenden belegt waren, mussten Häftlinge in 8 Haftstätten im Raum Augsburg und im Allgäu für die Messerschmitt AG am berühmten Düsenjäger ME 262 arbeiten. Andere Häftlinge stellten für BMW Flugzeugmotoren her. Für die Organisation Todt und für große Baufirmen wie Leonhard Moll oder Dückerhoff und Wittmann verrichteten Häftlinge Sklavenarbeit. Am schlimmsten waren vielleicht die Zustände in den 11 Lagern des Kaufferinger Komplexes und in den 4 Mühldorfer Außenlagern des KZ Dachau. Zehntausende von Häftlingen, insbesondere die ungarischen Juden des Jahres 1944, arbeiteten dort in Rüstungsanlagen. Tausende verloren ihr Leben. Besondere Formen des Konzentrationslagers waren in dieser Endzeit mobile Konzentrationslager, also Baubrigaden und mobile Kommandos, SS-Eisenbahn-Baubrigade, die zerstörte Bahnhöfe, zerstörte Streckenabschnitte mit Häftlingsarbeitskraft wiederherstellte, oder die Häftlinge, die in deutschen Großstädten nach Luftangriffen Enttrümmerungsarbeiten und Entschärfung von Blindgängern durchführen mussten. Am Ende der Entwicklung, die mit den frühen Konzentrationslagern 1933 begann, steht dann das perfekte System der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Die Befreiung
dieser Lager durch alliierte Truppenverbände ab Herbst 1944 offenbarte Zustände, die jede Fantasie überstiegen. Die Konfrontation mit der Realität nationalsozialistischer Verfolgung, gerichtet gegen politische Gegner, Opfer der Rassenideologie, gesellschaftliche Randgruppen, unangepasste Minderheiten, Widerstandskämpfer und Eliten der unterworfenen Völker vieler Nationen Europas, Kriegsgefangene, insbesondere der Roten Armee und nicht zuletzt natürlich der jüdischen und osteuropäischen Arbeitssklaven, das löste Entsetzen und Abscheu aus und erklärt auch drastische Reaktionen der Alliierten bei der Besetzung Deutschlands und Österreichs. Die Namen mancher Konzentrationslager wie Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, Auschwitz wurden zum Synonym des Staatsterrors, viele sind aber vergessen und mit der Beseitigung ihrer Spuren in der Nachkriegszeit sind diese Schreckensorte auch aus dem allgemeinen Gedächtnis verschwunden. Sie sollten ja auch aus dem Gedächtnis verschwinden. Man denke nur an die Beschlüsse von Gemeinderäten, Land auf und Land ab, an die Proklamationen von Bürgermeistern. Dieses Lager hier in Ott war kein Konzentrationslager, es war nur ein Arbeitslager. Und das kann man noch bis zum heutigen Tage hören. Also dieses bewusste Schließen der Augen vor der Wahrheit, dass das Konzentrationslagersystem praktisch omnipräsent war, aber wie bei vielen anderen bösen Dingen, das Böse soll nur woanders sein und nicht die eigene Lebenswelt erreichen. Das Böse ist in Dachau oder in Buchenwald, in Neuengamme oder in Auschwitz, aber seine Ausformungen inmitten des eigenen Orts, das muss verharmlost werden. Das war nur ein Arbeitslager, wenn es nach dem Willen des örtlichen Gemeinderats geht. 1944 existierten im nationalsozialistischen Herrschaftsbereich 25 Konzentrationslager, wenn man die formal korrekte Definition, nämlich die Unterstellung unter den Reichsführer SS, die zentrale Verwaltung durch die Inspektion der Konzentrationslager in Oranienburg bei Berlin und durch das SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt zugrunde legt. Wenn man die reinen Mordstätten und Vernichtungslager wie Chełmno, Belzec, Sobibor, Treblinka nicht mitrechnet, und wenn man die zahllosen Haft- und Terrororte außer Acht lässt, die nicht als Konzentrationslager definiert waren, die unter verschiedener Hoheit als Zwangsarbeitslager für Juden, als Arbeitserziehungslager, als Polizeihaftlager in den besetzten Gebieten, als Sonderlager, als erweiterte Polizeigefängnisse, als Jugendschutzlager, als Ghetto, als Zigeunerlager oder als mobile SS-Bau- oder Eisenbahnbaueinheit firmierten. Diese Haftstätten, in denen weitgehend die gleichen Bedingungen herrschten wie in den Konzentrationslagern, gehörten nicht zum System der Konzentrationslager, das mit der Errichtung von Dachau im März 1933 begründet wurde und mit der Befreiung von Mauthausen am 5. Mai 1945 und dessen Nebenlager Ebensee am Nachmittag des folgenden Tages zu bestehen aufhörte. Diese 25 Lager bildeten den Kern des Systems, zu dem insgesamt etwa 1200 Außen- oder Nebenlager gehörten. Zu Mauthausen gehörten außer dem Nebenlager Gusen, das dem Stammlager an Größe gleichkam, mehr als 60 Außenlager in Österreich. Und Auschwitz bestand aus dem Stammlager Auschwitz I,
den Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau oder Auschwitz II, aus Monowitz, der Buna-Fabrik der IG Farben, Auschwitz III, und war der Standort einer weit ausgedehnten Industrie, ein Standort von landwirtschaftlichen Anlagen, in der die Arbeitskräfte der Häftlinge ausgebeutet wurde. Und von Auschwitz III, von Auschwitz-Monowitz aus, wurden mindestens 40 Außenlager verwaltet, die bei Kohlegruben und Industriestandorten in Oberschlesien errichtet worden waren. Ohne Außenlager blieb vor allem ein bekanntes KZ, das erst Ende April 1943 in der Lüneburger Heide gegründet wurde, Bergen-Belsen, das eine etwas andere Geschichte hat, aber Bergen-Belsen, das als Vorzugslager für Austauschhäftlinge errichtet wird, ist dann am Ende eines der allerschlimmsten durch die drangvolle Enge, durch die Evakuierungstransporte, die alle hier hinein gepfercht werden. Ich komme zu den nationalsozialistischen Zwangslagern, die keine KZ waren. Neben den zwei Dutzend Konzentrationslagern, die mit ihren Neben- und Außenlagern das zentral organisierte System bildeten, das mit dem Kürzel KZ charakterisiert war und das System nationalsozialistischer Verfolgung und nationalsozialistischen Terrors charakterisierte, existierten, wie schon angedeutet, Zwangslager, die noch nicht die wissenschaftliche und öffentliche Aufmerksamkeit gefunden haben, die ihnen gebührt. In unzähligen Haftorten wurden Menschen gequält und ausgebeutet, misshandelt, drangsaliert, gedemütigt. Sie empfanden ihren Aufenthalt dort als Haft in einem Konzentrationslager und sie wussten nichts über typologische, administrative, formale Unterschiede zwischen ihrem Lager und einem in Anführungszeichen richtigen KZ. Es geht um die nationalsozialistischen Zwangslager, die unter Bezeichnungen wie Polizeihaftlager oder erweitertes Polizeigefängnis unter der Hoheit der Gestapo, also der SS, als Haftstätten jenseits rechtsstaatlicher Maximen in großer Zahl errichtet wurden. Sie wurden ebenso wie die Arbeitserziehungslager, die Zwangsarbeitslager für Juden, die Lager der Organisation Schmelt, das waren 70 Lager für fremdvölkische Arbeitskräfte in Schlesien, also für Juden, die Jugendschutzlager, alle diese Lager wurden von den Opfern als Konzentrationslager empfunden und Haftbedingungen wie Organisation und Bewachung unterschieden sie für die Opfer kaum oder gar nicht von den Konzentrationslagern. Schließlich waren auch die Ghettos, die im nationalsozialistischen Herrschaftsgebiet in Polen, im Baltikum, in Ungarn, in Weißrussland, in der Ukraine, in Russland, ebenso wie in Griechenland eingerichtet wurden, Lager mit KZ-ähnlichen Lebensumständen. Einen eigenen Lagertypus mit allerdings sehr uneinheitlicher Struktur und vielfältiger Funktion bildeten die sogenannten Polizeihaftlager, die zunächst in den besetzten Gebieten unter Hoheit der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD eingerichtet wurden. Unter vielen Bezeichnungen, am gängigsten waren Polizeihaftlager oder Polizeigefängnis, Anhaltelager, Sicherungshaftlager, Sammellager, Polizeidurchgangslager, aber auch Judenlager, Geisellager, Arbeitslager. Unter solchen Bezeichnungen existierte eine beträchtliche Zahl von Haftstätten, nur um die Größenordnung anzudeuten, mindestens 400 Ghettos
haben existiert. Die sogenannten Arbeitserziehungslager, von denen wir noch ganz wenig wissen, 400 gab es davon etwa, die Polizeihaftlager, viele Hunderte. Wenn man das zusammenzählt, dann kommt man auf eine erschreckende Zahl von Haftstätten. Und zu den Polizeihaftlagern rechnen muss man auch die Sammellager für Juden in Großstädten wie Berlin, Wien, München und so weiter, von denen aus 1941 bis 1943 oder noch etwas länger die jüdische Bevölkerung deportiert wurde. 1943 entstand dann im Deutschen Reich ein regional gebundener neuer Typus von Haftstätten der Sicherheitspolizei, der sich nach den Haftbedingungen überhaupt nicht vom Konzentrationslager unterschied. Es waren die sogenannten erweiterten Polizeigefängnisse. Sie waren nicht zentral verwaltet, sondern sie standen unter der regionalen Hoheit der Gestapo und boten ihr Spielraum zu beliebigem operativem Handeln. Das heißt, die Willkür im erweiterten Polizeigefängnis war womöglich größer, denn der Gestapo-Chef in Saarbrücken, der war unumschränkter Herr. Der Lagerkommandant von Sachsenhausen hatte zwei Instanzen über sich und wenigstens formal ein Regelwerk, das oftmals natürlich nicht eingehalten wurde. Aber für das erweiterte Polizeigefängnis gibt es nicht einmal so ein zentrales, formales, von irgendjemandem kontrolliertes Regelwerk zur Behandlung der Häftlinge. Diese erweiterten Polizeigefängnisse waren de facto kleine Konzentrationslager mit ein paar hundert Gefangenen, konnten aber auch mehr sein. Sie hatten die Funktion von Durchgangslagern und Disziplinierungsstätten, oftmals speziell für Zwangsarbeiter. Sie dienten der Unterbringung von allen Arten von Häftlingen und bildeten bei dem im Laufe nationalsozialistischer Herrschaft immer mehr ansteigenden Bedarf an Haftraum dann den Unterbau des KZ-Systems. Und dieser Lagertyp erweitertes Polizeigefängnis wurde häufig bei Firmen zum Teil direkt auf dem Werksgelände errichtet. Von Arbeitserziehungslagern unterschieden sich erweiterte Polizeigefängnisse dadurch, dass der Erziehungszweck nicht im Vordergrund stand und dass der Aufenthalt nicht wie im Arbeitserziehungslager befristet war. Zum Arbeitserziehungslager muss man vielleicht noch anfügen, das war eine Konzentrationslagerhaftform speziell für ausländische Zwangsarbeiter, die man disziplinieren musste. Der einzige Unterschied zum KZ war, dass der Aufenthalt befristet war. Spätestens nach 3 Monaten war der im Arbeitserziehungslager eingesperrte Häftling wieder frei, falls er das Arbeitserziehungslager lebendig überstanden hatte. Und wie eng verflochten alles ist, geht auch daraus hervor, dass es ungefähr ein Dutzend sogenannter Arbeitserziehungslager gab, die inmitten eines Konzentrationslagers eingerichtet waren. Darüber wissen wir, über die Strukturen wissen wir noch ziemlich wenig, aber wir wissen, in Dachau gab es im Gesamtkomplex des Stammlagers KZ ein Arbeitserziehungslager für ausländische Zwangsarbeiter. Auch in Auschwitz gab es ein solches Arbeitserziehungslager. Insgesamt haben auf dem Gebiet des Deutschen Reiches mehrere hundert erweiterte Polizeigefängnisse existiert, und auch der Begriff selber ist ja irreführend.
Polizeigefängnis, das sieht ja eher so aus, als hätte es sich da um eine legale Einrichtung gehandelt, im Gegensatz zum Konzentrationslager. Aber von Legalität kann natürlich keine Rede sein, denn das erweiterte Polizeigefängnis ist ein Konzentrationslager, nur nicht unter zentraler Verwaltung, sondern unter regionaler Verwaltung und hat mit Recht und Gesetz eines an Normen orientierten Staates gar nichts zu tun. Es ist ebenso wie das Konzentrationslager eine reine Erscheinung des Maßnahmenstaates, wo ohne Recht und Gesetz nach Willkür verhandelt wird. Aber die weitere Irreführung besteht darin, dass das Publikum, wenn es den Begriff erweitertes Polizeigefängnis hörte, naja, ganz klar, Polizei ist für Schwerverbrecher, für Leute, die straffällig geworden sind, zuständig. Also ist das ganz in Ordnung und so wird das ja auch, so wurde das ja auch vermittelt, dass das den Leuten, die in einem erweiterten Polizeigefängnis oder in einem KZ sind, ganz recht geschieht, weil sie ja üble Gestalten sind. Ich komme zur letzten Erscheinungsform, die Jugendschutzlager, also Konzentrationslager für Kinder und Jugendliche. Die Jugendschutzlager Moringen für junge Männer und Uckermark für junge Frauen sowie das Polen-Jugendverwahrlager Litzmannstadt waren nach ihrer Intention Einrichtungen einer forcierten Jugendfürsorge. In der Realität aber waren es Konzentrationslager für Kinder und Jugendliche, die als renitent, als schwer erziehbar, als asozial oder als auffällig bekannt geworden waren. Oder die man einfach dafür hielt, ohne dass sie es waren. Diese Lager stehen für den absoluten Verfügungsanspruch der NS-Diktatur. Das Erziehungsziel bestand in der Regel in der Begründung einer weiteren Karriere im KZ oder in der Heil- und Pflegeanstalt, in der Sterilisierung, nachdem die Zöglinge kriminalbiologischen Untersuchungen unterworfen waren, in denen häufig ihre biologische Verworfenheit festgestellt wurde, was kriminelle oder asoziale Determination bedeutete und weitere Verfolgung rechtfertigte und nach sich zog. Der Lageralltag der Jugendlichen bestand in der Ausbeutung ihrer Arbeitskraft, in rigidem Reglement und harten Strafen. Aufgrund ihrer Lebenssituation und ihrer Herkunft aus oft schwierigen Verhältnissen konnten die Jugendlichen auch keine Überlebensstrategien analog denen der Häftlingsgesellschaft eines Konzentrationslagers ausbilden, wo politische, weltanschauliche, nationale und andere Gemeinsamkeiten hilfreich waren. Und zwar hilfreich dazu, Solidargemeinschaften gegen die SS aufzubauen. Die sogenannten Jugendschutzlager bildeten den institutionellen Höhepunkt der rassistischen und utilitaristischen Sozialpolitik des NS-Staates, die das Instrumentarium der Fürsorge zur Verfolgung Minderwertiger deformierte. Mit der Begründung, sie bildeten eine Gefahr für die deutsche Jugend, wurde Ende 1942 in Lodz, das damals hier Litzmannstadt hieß, ein Lager für polnische Kinder und Jugendliche aus den annektierten polnischen Westgebieten errichtet. Es befand sich in unmittelbarer räumlicher Nähe des Ghettos Lodz und war der Sicherheitspolizei unterstellt. Das Alter der verwahrlosten jungen Polen lag offiziell zwischen 8 und 16 Jahren. Es waren aber auch Jüngere im Lager. Die Insassen waren auch Objekte rassischer Auslese zum Zweck der Germanisierung.
Vor allem aber wurde ihre Arbeitskraft ausgenutzt. Sie wurden misshandelt, großenteils dann in Konzentrationslager überstellt, wenn sie das Alter von 16 Jahren trotz der Haftbedingungen erreichen konnten. Etwa 1000 Kinder und Jugendliche haben das Lager in Litzmannstadt Lodz überlebt. Die Zahl der Todesopfer beträgt aber ein Vielfaches davon. Ich denke, das genügt als Überblick über die Probleme, die der Historiker mit der Landschaft der nationalsozialistischen Zwangslager, in denen Terror gegen Individuen ausgeübt wurde. Ich denke, das hat Ihnen vielleicht auch einen Einblick vermittelt in das, was noch zu tun ist, wo wir noch ganz wenig wissen, wo noch Dissertationen geschrieben werden müssen, um Licht in das Dunkel zu bringen. Und ich denke, Sie werden jetzt auch damit übereinstimmen, dass es allenfalls ahnungslos oder frivol genannt werden kann, wenn ein Historiker sich aufbläht und sagt, wozu denn noch etwas über Konzentrationslager oder Ähnliches, da weiß man doch schon alles. Nach mehrjähriger Arbeit an diesem neunbändigen Unternehmen, der Ort des Terrors, ist nicht nur mir, sondern ist eigentlich allen Mitarbeitern daran erst so richtig klar geworden, wie viel wir noch nicht wissen, wie viel man noch tun muss. Ich bin jedenfalls sehr glücklich, dass dieses spröde und unangenehme Thema so viele Menschen, nämlich Sie, angelockt hat und bedanke mich sehr. Dankeschön, Herr Professor Benz, für den Überblicksvortrag, der sehr, sehr deutlich gemacht hat, wie kompliziert die Sache auch in vordergründig bekannten und gefiegender Zeitgeschichte nach wie vor ist. Gibt es nun Fragen zu diesem Vortrag? Diskussionswünsche? Bitte. Ich hätte schon eine Frage, und zwar gleich anschließend an das, was Sie zum Schluss gesagt haben, was noch zu tun ist. Sie haben, möglicherweise habe ich nicht aufmerksam genug zugehört, nicht erwähnt das Personal in diesen zig hunderten Orten des Terrors. Man weiß von einigen Prozessen, und es hat gerade letzte Woche in Wien wieder eine Tagung gegeben über Maidanek-Prozesse, aber ich denke, dass da noch eine Menge zu tun ist, und das kann man ja immer wieder Informationen von gerade Versterbenden, die also eine brennende Karriere im österreichischen bzw. deutschen Verwaltungsapparat machten, aber letztlich auch in KZs gearbeitet haben. Ist da in Ihrem Forschungsvorhaben etwas enthalten zu diesem Personalproblem, jetzt mal verkürzt zu nennen? Also unser Forschungsvorhaben war ja in erster Linie ein topografisches. Wir wollten das gesamte, einen Überblick über das Gelände der Lager geben. Wir wollten darauf aufmerksam machen, dass das Lager nicht irgendwo weit außerhalb der Lebenswelt der Einzelnen ist, sondern dass nationalsozialistische Herrschaft ohne allgegenwärtige Zwangslager gar nicht denkbar ist. Und natürlich kommen, und wir mussten die Strukturen dieser Lager einigermaßen nachzeichnen und auch die Täter ebenso wie die Opfer, also die Opfer gewürdigt, die Täter benannt, aber das war nicht jetzt
Täterforschung war nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit, und da wird es auch, glaube ich, zumindest bei mir, ich scheide in absehbarer Zeit aus dem Amt, und wie sich das dann entwickelt, ist schwer zu sagen, aber ich glaube, Täterforschung ist an vielen Orten im Gange. Die Schwierigkeit besteht natürlich darin, dass die Täter im Gegensatz zu den Opfern wenig auskunftsfreudig sind, und so man sie nicht, die Gerichte waren sehr hilfreich, aber auch sie kommen an ihre, ja, was durch Befragung, durch Beschaffung von Dokumenten über Täterkarrieren uns Aufschluss gibt. Ein normales Forschungsinstitut hat nicht die Mittel, nicht das Personal, nicht das Geld, über einen prominenten KZ-Bewacher diesen Mengen an Material beizubringen, wie die Justiz das kann und auch getan hat. Ob dann Gerechtigkeit jeweils gewaltet hat, das ist, glaube ich, eine ganz andere Frage, auf die ich mich jetzt im Moment nicht einlassen mag. Aber auch die Grenzen der Justiz sind ja ganz deutlich. Wir haben ja in München im Augenblick noch einen Prozess gegen John Demjanjuk, und der spielt nur den Todkranken, äußert sich. Ich habe auch einmal an der Gerichtsverhandlung beigewohnt. Der liegt im Bett im Saal und äußert sich nicht. Nach der Verhandlung wird er lebfrisch und froh gesprächig, und da geht's ihm dann wieder ganz glänzend, aber er nützt diese Rolle, und man wird von ihm niemals etwas noch über die Rolle dieser speziellen Art von Tätern erfahren. Und natürlich Täterkarrieren nach 1945, die gab es ja nicht. Denn die Täter haben ja doch immer erfolgreich vermitteln können, sie haben nur ihre Pflicht getan, und sie waren kleine Befehlsempfänger, und sie haben ja eigentlich die Häftlinge geliebt, und sie haben ja doch alles getan, um denen, die sie drangsalierten, quälten, totschlugen, eigentlich um es denen schön und nett zu machen, wenn man ihren Ausführungen glaubt. Es ist auch viel Zeit vergangen, ich fürchte, da ist sehr viel Neues über, was mich jetzt zum Beispiel brennend interessieren würde, die Motivation von Tätern, wie aus einem ganz normalen Bürogehilfen ein sadistischer, mordlustiger Mensch wird, der sich anschließend wieder in einen ganz normalen Bürovorsteher verwandelt, wie aus einem Hamburger Verkehrspolizisten ein Massenmörder wird, der mit Lust Juden totschießt, und anschließend regelt er wieder freundlich dem Publikum gegenüber in Hamburg den Verkehr. Das würde ich gerne verstehen. Das scheint mir der ganz zentrale Punkt noch in der, auch für die künftige Forschung. Aber ich weiß nicht so recht, mit welchen Mitteln man jetzt hier an die Wahrheit kommen kann. Thema Kaufringer Komplex. Sie haben gesagt, dass es da auch ungarische Kolonien gegeben hat. Und meine Frage ist, sind die über Strasshof deportiert worden, wissen Sie das? Oder welche Routen haben die da gewählt? Weil das für meine Diplomarbeit auch so wichtig wäre. Und das Zweite ist, diese erweiterten Polizeigefängnisse, dazu zählen eben die Durchgangslager auch. Und das sagen Sie, seien zwei kurze Fragen und überfordern mich vollständig. Zu den Wegen,
zu den Wegen der ungarischen Juden nachkaufen, würde ich doch einfach an die Kollegin Lapin weiter verweisen. Man soll sich da keine Kompetenz anmaßen, die man nicht hat. Und die zweite Frage, die ist natürlich kompliziert. Sie fragen, ob ich die Durchgangslager zu den erweiterten Polizeigefängnissen zähle. Und ich frage zurück, was ist ein Durchgangslager? Das Durchgangslager ist kein typologisch und strukturell festgelegter Begriff. Jedes Lager war möglicherweise Durchgangslager, wenn man sich jetzt die Karrieren von Häftlingen ansieht, die dann unter Umständen in 5 oder 6 Lagern waren, die ersten 4 waren Durchgangslager für das nächste. Wie bezeichnen wir dann korrekt Theresienstadt? Altersghetto, Privilegiertenghetto oder Durchgangslager für Auschwitz? Also nachdem der Begriff Durchgangslager ein weicher Begriff ist, an den man für alle möglichen Erscheinungsformen und Funktionen gebraucht, kann ich also nur sagen, ich bezeichne nicht die Durchgangslager als erweiterte Polizeigefängnisse, sondern die erweiterten Polizeigefängnisse, ebenfalls ein weicher und schaumiger Begriff, dienten häufig als Durchgangslager, als erste Station, in der dann eine weitere KZ-Karriere begründet wurde. Ja, darf ich da was nachfragen? Also ich bin an einem Projekt Strasshof dran, Durchgangslager Strasshof. Und die Gefahr ist immer, dass man sich der Tätersprache bemächtigt. Ja? Auch im Ort, diese Heimatchronisten sind oft an der Tätersprache. Also in Büchern steht dann Ostarbeiter und so. Und das ist ein ganz sanftes Hinführen, ohne dass man jetzt altklug da von außen kommt. Wenn ich Durchgangslager sage, ist das Tätersprache? Darf ich das sagen? Wie darf ich es nennen? Wenn ich Blumentopf sage, ist das Tätersprache. Also ich will da jetzt nicht in banale Witze mich zurückziehen, aber was ist denn nicht Tätersprache? Also es gibt natürlich Ausdrücke, die kann man nicht mehr, die sind also so endgültig defloriert, dass man sie nicht gebrauchen kann. Ich war also zutiefst erschreckt, dass ich einmal in den sagenhaften Club 2 an einer Diskussion dann einen deutschen Staatsanwalt am Ende sagen hörte, und wir müssen die Neonazis ausmerzen. Ja, da war es mir dann schon ziemlich blümerant zumute, also schon auch, weil man nicht mehr reagieren konnte, es war das letzte Wort, und dann kamen die Nachrichten oder irgendetwas anderes. Also manche Ausdrücke sind einfach nicht mehr möglich. Aber Durchgangslager im Bewusstsein dessen, was das bedeuten kann, und wir haben ja nun die Möglichkeiten, Fußnoten zu machen, um etwas zu erklären. Wir haben die Möglichkeit, uns von einem Begriff, den wir wohl der Klarheit willen verwenden müssen, uns davon auch per Vorrede oder in geeigneter Form zu distanzieren. Man würde nicht, kein Historiker, der bei Trost ist, würde von der Entjudung sprechen, sondern er würde allenfalls, wenn er es zitieren muss, das in Anführungszeichen setzen. Ich versuche mich da immer pragmatisch zu verhalten und versuche also, solchen Diskussionen, die abzubrechen, wenn jemand jetzt kommt und mit wissender Miene mir erklärt, Holocaust darf man nicht sagen, was eine Verniedlichung ist, man muss Shoah
sagen und möglichst traurig dazu schauen, damit man auch sieht, wie stark man das verinnerlicht hat. Das sagt er immer, jawohl, es ist mir vollkommen klar, Holocaust ist ein blöder Begriff. Er hat nur den einen Vorteil, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt weiß, dass damit die Ermordung von 6 Millionen Juden gemeint ist. Und deshalb wird man diesen Begriff nicht mehr aus der Welt schaffen. Und jetzt allzu viel Zeit zu verlieren, um jetzt über die Angemessenheit des Begriffs zu diskutieren, würde ich, sage ich dann diesen Leuten auch, nicht aufwenden wollen, sondern da ist es mir dann wichtiger, nachzufragen, festzustellen, was geschehen ist. Aber da sind natürlich auch die Grenzen fließend, darf man Reichskristallnacht sagen, oder muss man dieses mit Verlaub idiotische, neudeutsche Nazi-Wort Reichspogromnacht gebrauchen, was vor 15 Jahren erfunden wurde, in der guten Absicht, jetzt einen angeblichen Nazi-Begriff aus der Welt zu schaffen. Man hat damit aber eigentlich eher mit nationalsozialistischer Semantik einen neuen Begriff geschaffen, den es 1938 nicht gab, niemand, aber er könnte von Nazis erschaffen worden sein. Also da lege ich dann auch, verwende ich die Mühe dann auch lieber auf den Inhalt, als dass ich Kunst in die richtige Nomenklatur lege. Aber ich denke, wir sind vollkommen einig, manches geht einfach unter gar keinen Umständen mehr, und andere Begrifflichkeit muss einfach der Klarheit willen sein. Gibt es noch weitere Fragen? Gut. Entschuldigung. Ja, bitte. Also dann möchte ich Sie etwas fragen. Ja, ich möchte eine Frage stellen, die sich sicher nicht auf ein Durchgangslager, wie auch immer man das bezeichnen möchte, bezieht, sondern auf einen Vernichtungsort, der natürlich auch ein paar Strukturen brauchte. In dem Fall zum Beispiel den Ort, wo die meisten Österreicher ermordet worden sind. Ich sage jetzt immer als Opfer der Shoah. Dieser Ort heißt Mali Trostenec bei Minsk, und ich finde ihn nie. Also das heißt, auch bei solchen Veranstaltungen, in solchen Publikationen kommt er nicht vor. Und ich frage Sie, warum nicht? Und ja. Neunte Band, Seite 572. Kommt mal in Trost. Entschuldigung. Nein, das ist ein Abschnitt, ja. Die Seite 588. Okay, danke. Entschuldigung, das wusste ich nicht, weil es nur jetzt nicht vorkam. Dann bedanke ich mich herzlich und bin sehr neugierig auf den neunten Band. Danke. Kann ich noch hinzufügen, die Monographie über Mali Trostenec ist bei mir in Gestalt einer Doktorarbeit abgegeben, und die Disputation findet noch in diesem Jahr statt. Im nächsten Jahr können Sie das Buch über das Ghetto Minsk und das Lager Mali Trostenec aus der Feder derselben Verfasserin, Petra Rentrup, auch erwerben. Könnte es sein, oder dann hoffe ich stark, dass sich also dieser weiße Fleck auf der Landkarte, haben Sie vollkommen recht, das ist nur für ganz, ganz Eingeweihte ein Begriff, dass es diesen Vernichtungsort gegeben hat, und gleichzeitig ein Beweis dafür, wie viel zu tun ist, und dass es auch jetzt noch in diesem erheblichen zeitlichen Abstand mit einer neuen Generation von Historikerinnen und Historikern da noch Arbeit gibt. Richtig, harte Arbeit. Ja, bitte. Okay. Wir haben jetzt eine Besprechung von einem neu erschienenen Buch Bloodlines von Tim Snyder untergekommen ist, kann man durchaus anschließen an was Sie besprochen haben, dass noch viel Arbeit
für Historiker besteht. Unter anderem, was natürlich oft vergessen wird und vielleicht nicht so bewusst wird, dass vielleicht noch viel mehr Ermordungen außerhalb der Vernichtungslager und also der KZs stattgefunden haben. Wenn zum Beispiel erwähnt, dass in ein paar Tagen 1941 von den Nazis mehr Juden erschossen wurden, als es überhaupt Insassen in den Konzentrationslagern gegeben hat, das auch noch eine Monstrosität hat, die auch noch wahrscheinlich noch nicht so gänzlich aufgearbeitet ist. Das ist mir in dem Zusammenhang noch eingefallen. Niemand mehr zu einer weiteren Frage hinreißen lässt, dann würde ich Herrn Professor Benzinger schlussfolgern. Ja, vielleicht setze ich an dem letzten Diskussionsbeitrag. Es ist also offenbar immer noch, also auch stark im Publikum die Meinung verbreitet, der Holocaust habe im Konzentrationslager oder ausschließlich im Konzentrationslager stattgefunden. Das war mir auch sehr eindrücklich bei der Auslobung der Pläne für das Holocaust-Denkmal in Berlin. Da haben sich sehr viele Künstler in der ersten Phase damit beschäftigt und glaubten, da muss man also jetzt irgendwas mit den Namen aller Lager machen. Wie viele jetzt auf freiem Feld ermordet wurden, wie viele Menschen den Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei, des SD klar geworden, zum Opfer fielen. Das ist auch den Journalisten nicht klar, die Jahr für Jahr aufs Neue das Publikum in Kenntnis setzen, dass auf der Wannsee-Konferenz der Holocaust beschlossen wurde. Man kann machen, was man will. Es geht nicht in die Köpfe hinein, dass zur Zeit der Wannsee-Konferenz, also im Januar 1942, schon mehr als eine halbe Million Juden von den Einsatzkommandos erschossen wurden und in Gruben verscharrt wurden und dass dieses Treiben weiterging und dass in den drei Vernichtungslagern der Aktion Reinhardt ja nur ein Teil der Opfer der Shoah zu beklagen sind. Also das ist also offenbar für viele dann ein für alle Mal synonym. Die Ermordung hat in einem Konzentrationslager, das auch automatisch ein Vernichtungslager war, stattgefunden. Hier Aufklärung zu leisten, scheint mir aber nun besonders schwierig bei einem leidlichen Gegenstand, von dem man eigentlich am liebsten ohnehin nichts wissen will. Und die Gesellschaft hat sich das ja auch schon früh zur Angewohnheit gemacht. Wir schauen da weg. Das ist die Arbeit, also das Aufarbeiten in Westdeutschland, hieß das Bewältigung der Vergangenheit, schon an sich ein grauenhafter Begriff, weil er ja nur was Gewaltsames an sich hat. Das ist die Arbeit von ein paar Historikern und dann haben wir noch so ein paar andere Moralisten, die das dann verkünden. Aber der Rest der Bevölkerung hat nichts damit zu tun. Mir ist das ganz persönlich einmal so ergangen. Ich traf auf irgendeinem Provinzbahnhof einen Studienkollegen und er sprach mich darauf an, dass ich mich um dieses Thema Konzentrationslager erkümmere und bemühe. Und dann sagte er, das war anerkennend gemeint. Das ist ja doch gut, dass Sie das machen. Wissen Sie, ich könnte das nicht. Ich war noch nie in einer KZ-Gedenkstätte. Das könnte ich nicht aushalten. Dann wieder, ja, du Idiot. Das ist doch ganz vollkommen klar, die Absicht leicht zu entschlüsseln. Ich
bin einer von der stumpfen Sorte. Mir kann man das zumuten, in einem ehemaligen Konzentrationslager zu sein. Er ist ein zartbeseiteter Mensch. Er arbeitet lieber über die Freiheitsbewegung im 19. Jahrhundert und über die nationalen Empfindungen der deutschen Studenten 1813 und ist auf der sicheren Seite. Und man hält sich dann so ein Paar für die Schutzarbeit. Mir ist das auch so aus meiner wissenschaftlichen Sozialisation ganz deutlich geworden. Ich bin im Institut für Zeitgeschichte in München groß geworden und das war eigentlich eher so eine Randzone. Ein anständiger Professor, ein anständiger Historiker, der eine Professur an der Universität hat, der wollte diesem Zeug nichts zu tun haben. Das war ja in Österreich nicht anders. Da hatte man den Ludwig Jeglitschka, um die Zeitgeschichte in Gang zu bringen und anschließend die großartige Erika Weizierl. Die waren aber da sozusagen delegiert für lange Zeit, um diese Schmutzarbeit zu machen, und es hat lang in beiden Ländern lange gedauert, bis dann dieses Thema in den Tönen von den Kollegen Neugebauer in diesem Atemzug auch mit erwähnen müssen, hole das hiermit nach. Das waren, also damit konnte man keine akademischen Ehren erringen. Martin Broschat in München, der brachte also nur mit knapper Not zu einer Honorarprofessur, aber wenn dann der Beirat kam, also die 14 Änder, die Großhirsche der Zunft, dann, ja, es war doch schon immer sehr viel Herablassung dabei, und die wussten es besser, was richtige Geschichtswissenschaft ist, und immer so auch so ein bisschen, ja, das ist ja so als Ähnliches wie Journalismus, die Leiche kocht doch, für richtige Geschichtswissenschaft muss das doch stärker abgehangen und abgelagert sein, aber es ist gesellschaftlich anscheinend notwendig und wird erwartet, deshalb muss es etliche geben, die das tun. Ich glaube, das ist also nun gründlich überwunden, sowohl an den Universitäten wie auch in der übrigen Erinnerungskultur. Die Sorge des Wegschauens, des Verdrängens haben wir nicht mehr, aber das Problem, dass zu vieles noch nicht aufgearbeitet ist, dass über zu vieles noch Wissenslücken bestehen, dieses Problem besteht. Dazu sollte dieses neunbändige Unternehmen, das alle Konzentrationslager beschreibt und die anderen Zwangslager wenigstens im neunten Band andeutet und darauf hinweist, dazu sollte es ein Beitrag sein. Und ich bedanke mich sehr, dass Sie sich dafür interessiert haben. Bei der nächsten, der 8. Simon Wiesenthal Lecture, wir haben noch kein Datum, wieder hier bei uns begrüßen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Applaus